Herzlich willkommen bei Fotobox OWN. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Ihre Gäste die Selfie-Box bei Ihnen erleben können. Um die Session oder das Foto zu starten, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder auf den Start-Button drücken oder, wenn der Buzzer mitgestellt ist, drückt man da einmal drauf und schon startet die Session. Das erste Foto wird mit einem Countdown von 10 Sekunden gestartet. In der Zeit sehen sich die Gäste selber. Können sich postieren, können gucken, wie sie aussehen, dass sie auf jeden Fall die richtige Pose haben und das erste Foto schon mal was wird. In dieser Vorführsession haben wir 4 Fotos gewählt, damit wir ein Layout zusammenstellen können mit dem Namen vom Brautpaar drauf oder vom Geburtstagskind oder. Da ist eine Menge möglich. Wir können Sessions machen von 1 bis 10 Fotos, je nachdem, was Sie gerne hätten. Wir begrenzen das Ganze aller freiwillig auf 4 Fotos hier, damit es auch nicht zu langweilig wird, damit die Gäste auch noch zum Ende hin Lust haben auf das Foto und nicht sagen, wir müssen jetzt aber noch eins und noch eins und noch eins. Und vor allen Dingen werden die Fotos auch irgendwann zu klein auf dem Bildschirm, auf dem Ausdruck. Dann, das ist aber, da kann man sich kaum erkennen, wir brauchen eine Lupe. Also 4 Fotos und dann sollte es gut sein. Wenn die 4 Fotos gemacht werden, dann kommt der entscheidende Moment nach der neuen Datenschutzverordnung. Da müssen die Gäste zustimmen, dass diese Fotos überhaupt gespeichert werden dürfen. Bis jetzt sind die Fotos nur im Hauptspeicher des Geräts drin und noch nicht auf der Festplatte. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf Agree drücken, dann wird gespeichert. Den Text, der bestätigt werden muss, den geben wir auch ausgedruckt mit, sodass Sie ihn aufhängen können, dass die Leute auch vorher lesen können, was sie da bestätigen müssen. Weil auf dem Bildschirm dann stehen und wir müssen noch gucken, ist vielleicht nicht so toll, damit die Gäste das vorher entscheiden können, ob sie das machen möchten, ist der Text dabei. So, dann rechnet der Rechner aus, was für Overlays noch gemacht werden können, das heißt, oder Filter gemacht werden. Sepia. Vintage, schwarz-weiß oder. Es gibt eine Menge Sachen, die gemacht werden können. Wir belassen es heute mal im Original. Drücken einfach nur Next und der nächste Bildschirm kommt. Jetzt wird das Konto Overlay ausgerechnet, genauso wie das Foto aussehen soll. Dann haben wir einen Konto von 10 Sekunden, wo man sich das Foto angucken kann oder direkt auf Print drücken kann. Wir haben im Booker hier 400 Prints drinnen, die können den Abend verbraten werden. Und damit diese Rolle auch den ganzen Abend reicht, begrenzen wir pro gemachten Session den Ausdruck auf 2 Stück. Wenn Sie eine andere Zahl möchten, sagen Sie bitte Bescheid, damit wir da zurande kommen. Drucken wir jetzt mal einen aus, damit Sie sehen, wie schnell das Ganze gehen kann. Das Foto muss erst da rein übertragen werden. Damit es eine gute Fotoqualität ist, dauert das meistens 2-3 Sekunden. Wenn der Drucker dann die Daten hat, dann dauert jedes Foto zum Ausdruck ungefähr 10-11 Sekunden. Wie Sie sehen, das geht schon relativ flott. Und dann kommt das Foto schon raus. Sie sehen, 4 Fotos sind da drauf. In der Mitte sind die Daten von dem Gastgeber oder von den Gastgebern und schon haben wir ein schönes Foto, Erinnerung. Alle Fotos sind abgespeichert und können die nachher betrachtet werden in der Online-Galerie. Dankeschön.